Hallo Leute, es geht weiter mit The Walking Dead. Und wir sollen einen Schraubenzieher finden. Ach, Katja, mit der können wir sprechen. How are the kids? They're doing okay. I never did thank you for saving Doc from the walkers back at Herschel's farm. Katja. Andy will be back any minute. Please hurry. Ja. Ach, das macht er jetzt nicht oder macht das doch oder was? False alarm. I'm back. Shit. Okay. Ich weiß gerade nicht, ob ich rausgehen sollte. Ja, okay. Ja, ich werde jetzt mal, vielleicht weiß ich. Hä? So, how does a woman like yourself run this whole place? Oh, I manage just fine. Plus, I have my boys to help out. I couldn't do it without them. Haben sicher zwei gefunden. Ja, ich weiß halt nicht, ob man jetzt drinnen den Schraubenzieher finden sollte. Maisfeld ansehen hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Having a crop like that on hand must be great. We're gonna need to learn how to maintain it if we end up staying here. Ja. Was sagt denn Lilly? What's going on, Lee? Did something happen? Irgendwas an dem Stall ist seltsam. Kenny thinks they're hiding something. I'm not sure what exactly, but we're starting to get a feeling about this place. I don't know. Maybe we should go have a look in that barn. Whatever you do, just be careful. Worüber hast du dich mit Kenny gestritten? What were you and Kenny arguing about when I came back from the camp? He's losing it, Lee. He comes over and starts talking about searching the barn and that these people are hiding something. The way I see it, we just need to skip the dinner and get our food to go. But I'm starting to think your friend over there has another agenda. It's been 3 months. Your dad still treats me like I'm some kind of asshole. Yeah, well, don't expect that to change. That's just how he is. Behandelt er dich auch so? Does he treat you like that too? Look, my dad can be an ass sometimes, I know that. But he's not a bad guy. He just... he's got a lot of pain. He's been through so much, and lost pretty much everything. And it's hardened him, you know? Yeah, he's bitter and hateful, but that's all just to protect himself. And me. All he's got left in the world is me. And that goes both ways. So yeah, he's probably gonna keep treating you like crap, but that's just because he still has one thing left to care about. So don't judge him. And don't judge me for sticking by him. He's my dad. And I love him. Langsam habe ich das Gefühl, dass sie etwas verbergen. After what Kenny told me, I'm starting to think they may be trying to hide something. You two are just asking for trouble. But if you insist on wandering around, I'd be careful, Lee. I'm gonna go check things out. Watch yourself, Lee. Okay. Werden wir mal ihren Rat berücksichtigen und natürlich aufpassen. Oh Gott, wo finde ich denn bloß einen Schraubenzieher? Also ich gehe jetzt mal zu diesen Kisten hier, wo Säge und sowas alles zu finden war, weil das ist so der einzige Ort, wo ich denke, da könnte es Werkzeug geben. Vielleicht hätte ich den Schraubenzieher ja auch vorher schon einstecken müssen, sodass ich den jetzt direkt gehabt hätte. Ach, jetzt bedient er den aber. Das war vorher nicht so. Jetzt haben wir den Strom ausgemacht. Guess I'm gonna need a screwdriver. Ja, toll. So weit bin ich auch schon. Jetzt brauchen wir den erst recht, oder was? Access panel. Power switch. Ich mache einfach mal den Strom aus. Damn, this thing is the worst piece of shit. Something's always tripping the breaker. Aha. So können wir ihn doch bestimmt gut ablenken. Aber ich brauche einen Schraubenzieher. Da komme ich, glaube ich, nicht drum rum. Ich gehe mal nach hinten in die Ecke. Guck mal da in die Werkzeugkiste. Ich hoffe, da ist einer drinne. Das ist die einzige Stelle. Ah. Ja, also. Oder auch nicht? Na, also.
Damit können wir doch sicherlich schon mal was anfangen. So, dann hantier da mal darum, weil dann ist er nämlich auch direkt abgelenkt. Und dann fummeln wir da noch mal ein bisschen rum. Machen das richtig schön kaputt. Ja, jetzt hat er ordentlich was zu tun. Obwohl er sicher denken kann, ne? Dass da jemand rumgefuscht hat. Es wird ewig dauern. Das ist ja praktisch. Dann haben wir ja genug Zeit, um uns da hinten die Tür mal anzugucken. Zu schauen, was denn da so los ist. La 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 la. Wir haben gar nichts gemacht. Obwohl das ja ein bisschen auch doof ist, weil es ja auch in dem Moment die eigene Sicherheit gefährdet. Wenn der Stromzaun ab ist, kann doch jeder Arsch, vor allem die Zombies, da rein. Das ist ja eigentlich auch nicht so intelligent, finde ich. Ein anderes Ablenkungsmanöver wäre wohl etwas besser gewesen. Gut, quatschen wir mal ihn an. Okay. Dann probieren wir mal unser Glück. Nein! Mom, Dad, dinner time! It's dinner time! Okay, honey, let's get that. Dad! Dad! Come on! Let's eat! Kenny, come along, honey. Kenny, come on. Don't make the children wait. I'll make an excuse for you. Get that thing off. Okay. Dann geht mal alle los. Ich kümmere mich mal hier um die Tür. Das dauert aber lange. Mach mal hinne. Was zum Teufel ist das? Wieso ist da so viel Blut? Why was there so much blood in there? Look, we have food here, but Danny and I still gotta do a lot of hunting to keep everyone fed. When we catch something in the woods, we skin it and dress it back there. Mama doesn't like us to make a mess in the house. So you see, nothing to worry about. Er geht einfach raus. Was war das denn gerade? Lies vor so zurück. Dings, das war gruselig. Oh, Brenda, you are an angel. Oh, excuse me, miss. We had to block the back door after Walker got upstairs. Don't worry. That was a while ago and ain't been back inside since. Everybody sit down. I'll go get the meal. Oh, this is a delight. I could eat a horse. Where's Mark? Now, don't you worry about him. I've already brought some food up. You just let him rest. Mind if I wash my hands first? Bathroom's right outside in the hall. And be sure to get under your nails. You've been mucking around in the dirt all day. Okay. Lee ist sehr, sehr skeptisch jetzt geworden. Man sieht es ihm richtig an. Was ist denn da? Walkers aren't getting through that thing. Medizinschrank. I could use a shave. Ist hier denn irgendwas, was wir brauchen? Gauze pads. Some kind of lotion. Aha. Ja, wir gehen jetzt mal nach oben
und checken mal die Lage, vor allem, weil wir ja noch Mark auch mal sehen wollen, der seit er verletzt wurde, nicht gesehen wurde. Oh, wir müssen vorsichtig gehen, die Treppe knatscht ganz schön. Aber wenn die da unten sitzen und reden, das würde doch eigentlich keiner mitkriegen, oder? Was haben wir denn hier? They need so much morphine for. Oh. Musty as hell. Ich ahne Ungutes. What is this stuff? Looks like a bunch of medical waste in here. IV tubes, saline. What would dairy farmers need with this kind of stuff? Was ist denn das für ein Kabel überhaupt? What the hell? Aha. Da kommt irgendwie Licht durch. Achso, das hatten wir schon. Okay, da ist also irgendwas. Ja, du hast es schon gesagt. Da ist irgendwie Licht auf der anderen Seite. Hier können wir auch rein. Da ist Blut auf dem Boden. Ist das Blut? Mark. But Brenda said he was up here resting. Ja, eigentlich müsste er hier liegen. Oh Gott. Oh Gott. Da ist eine Tür. Kriegen die anderen das eigentlich nicht mit, was wir hier machen? Oh oh. Gott, oh mein Gott. Lauf, 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 lauf. Ja, wo ist sie denn? Nein! Das ist Clementine nicht! Clementine! No! Huh? Lee, Jesus, man. Did you find something? Oh, sit your ass down, Lee. This lady has made you a meal. Yeah, Lee, what's gotten into you? Diese Frau ist absolut wahnsinnig. Markus Oma hat keine Beine mehr. Mark is upstairs with his fucking legs cut off. You're eating him. That's crazy. What the hell? You're scaring the kids, Lee. Lee, what the hell is wrong with you? Don't indulge him, Lily. It's always something with this guy. Die wollen mit unserem Fleischhandel, aber wir müssen Kinder hier wegschaffen. We need to get the kids and everyone out of here. We need to go now. Everything could have turned out okay for you folks. He would have died anyway. We gotta think about living. Settle down, honey. Growing up in rural Georgia, you're taught not to waste. It's how I was raised and how I raised my boys. Now, you got monsters roaming around that do nothing but eat people. And for what? To continue to rot till they eat some more. Ihr seid doch alle krank. That made to better use. You're all sick. Sick in the head. Lee, that's not a very nice thing to imply. Andy is right. We go after folks who were gonna die anyways, one way or another. Like y'all. Lily, schnapp dir ein Messer. Kenny, hol deine Waffe. Kenny, get your gun! Kenny, no! Nobody's going anywhere. Nein. Scheiße, ich hätte sagen sollen, sie soll sich ein Messer nehmen. Mist. Right here. What the fuck? Put your guns down! We're walking out of here! Go near my fucking family. Tu doch jemand was, wir sind im Arsch. Alles kommt wieder in Ordnung. Everyone, everything will be okay. Lee? Lee?
Oh, shit. Du Scheißkerl, ich bring dich um. Let go of her, you son of a bitch! Oh Gott, Mark. Oh Gott, Mark. Oh Gott. Please. Someone. Oh Gott. Did, God damn it! If you hadn't dragged your feet! Come on, Dad. Now's not the time. Was ist passiert? Alles, was ist passiert? What happened? The man hit you. They threw us in the meat locker. Lee, we gotta get out of here. If they so much as touch my family, I'll kill those sons of bitches. Let us out, you sons of bitches! Dad! This goddamn thumbsucker was the one who brought us here! Will you all just shut the fuck up? I'm scared. Don't be. It's gonna be okay. I'm gonna find us a way out of here. Oh God. Dad, please. Your dad's not making things any easier for us. Open the fucking Dad, door! Dad, stop! God damn it! Please settle down. I'll rip your goddamn heads off and make you swallow. They got caught you and Duck, Lee. Those fuckers had my family. I know. We're gonna get out of here and find them. Come on, show yourself. Could there be a hole behind these pallets? No such luck. Oh Mann, Leute, ja, es ist ja gerade ein paar Sekunden Zeit, um was zu sagen. Da ich das ja nicht ganz blind jetzt spiele, sondern das schon irgendwie wusste, was kommt, habe ich mal nichts gesagt, aber es ist immer noch der absolute Schocker, der absolute Wahnsinn hier drin. Ich habe immer noch Gänsehaut bekommen, es ist einfach so übel, was da passiert ist. Also... Salt Licks. Pretty heavy. Think we could heave it through the door? Yeah, door's too solid. Das ist so eine kranke Scheiße, das. Also, ich habe damals und auch jetzt hat man ja die ganze Zeit so ein mulmiges Gefühl. Die sind einfach so nett. I'll break that damn door down. Dad, you can't get... Nein, das war klar. Oh, oh. Easy. Dad? Scheiße. Nein. No. Dad, come on. Dad! Oh, God. He stopped breathing. I think he's had a heart attack. Shit. Is he dead? He's not dead. Somebody help me. If he's dead... He's not dead! What has to happen, Lee? Think about it. You saw that poor bastard at the motel? How fast he turned? What are you saying? Lily, I'm sorry. I truly, truly am. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a 6'4", 300-pound, seriously pissed off dead guy. Fuck you! We can bring him back! Lee! We'll mourn him later. But right now, we have to keep him from coming back. No! Oh-oh. God damn it, Kenny! He is not dead! Vielleicht hast du recht. Lee kann ihn immer noch retten. Wir dürfen nicht um, wenn er noch lebt. We can't kill him if he's not dead, Kenny. Remember how hard it was for you to get that monster off of Katja? And Larry's twice his size. It's him or us. Look, Kenny, back at the drugstore when we all thought Duck was bitten, I gave him the benefit of the doubt. Maybe we should do the same now. That was different. Duck wasn't bitten. But come on! We know this guy's not gonna make it. Shit. Remember what Ben said. Gotta destroy the brain. Come on, Lee, I'm right about this. I know you've got my back. You always do. God damn it, Lee, I need you! Please help me! Wie denn? Come on, Dad. Come on. Wie? Wake up. Wie? Wake up. Lee! Is he breathing at all? No. No, I don't think so. Okay, let me take over. Keep checking his pulse. Wir versuchen's einfach mal. Are you stupid? He's gonna turn! You're putting all of us at risk, One. You son of a bitch! You're fucking Three. Worthless, Lee.
Kenny! I'm sorry. What the fuss? I'm so sorry. I just... It had to be done. You don't know that! Yes, I do, Lee. And so do you. I was counting on you, man. I'm sorry. I know... Don't you fucking touch me! Are you okay? Is it over? Ja, für den Moment. Yes, for now. But we still need to find a way out of here. I know. But you gotta be strong right now. I need you to be strong. Think about something else, something hopeful. Like what? Von hier verschwinden, dein Walkie-Talkie, ein sicherer Ort. Someplace safe where no monsters can get you. We're gonna get out, right? You found a way out? I'm working on it. Scheiße, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wusste nicht, ich gebe zu, echt, ich... In Wirklichkeit, ich weiß nicht, was ich getan hätte, aber es ist einfach auch für die Überlebende so hart dann, in dem Moment, wo sie noch jemanden versucht zu retten und... dann denjenigen schon umbringen. Ich weiß nicht. Es ist, oh Gott. Einfach aus dem Bauch raus entscheiden. Man kann nur alles falsch machen und egal, was man tut. Okay, er ist jetzt zwar angepisst hier, Kenny, aber ich finde trotzdem, einfach um auch Lily zu zeigen, so, ja, wir versuchen es. Auch wenn man eigentlich weiß, dass er wahrscheinlich einen Herzinfarkt hatte, weil er schon so anfällig war und wenn er keinen Puls hatte, dann braucht es nicht lange, bis das Gehirn tot ist. Und das war's dann. Das ist furchtbar schrecklich. Ich stimme deswegen eigentlich Kenny zu, einen Stein drauf zu hauen, habe mich aber trotzdem entschieden, es zu versuchen. Einfach der Hoffnung willen. Ich weiß auch nicht. Und auf der anderen Seite war ich froh, dass er mit den Steinen dann draufgehauen hat, weil ich dann dachte, was ist, wenn das Ding jetzt doch erwacht, während wir erste Hilfe machen. I don't want to hear it, Lee. You think I like doing what I did? I'm the guy who couldn't bear to watch the family dog get put down. But if we want to survive this shit, we've got to have the balls to do the hard thing. Or at least one of us has got to. Was jetzt? Könntest du Katja oder Duck töten? You talk a big game, but could you do the hard thing if it was Katja or Duck? It's never gonna come to that. Not if I have anything to do with it. For all we know, the St. John's might have... No! They need Katja, remember? She's the whole reason they brought us here. And no doubt they're using Duck as a bargaining chip. I hope you're right. I know I'm right. I just gotta get to him. That's all. Können wir nochmal mit ihm reden? Wir müssen zusammenarbeiten. Look, if we're gonna survive this shit, we got to work together. How do you expect Lily to work with us after what she just saw you do? If she wants to live, she'll work with us. If she doesn't, then the hell with her. Ein bisschen Wahrheit ist da leider auch dran. Okay, wie wir hier wieder rauskommen, das sehen wir im nächsten Part von The Walking Dead. The Walking Dead. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Part. Ciao.